für uns hier möglich machen konnte. Ich bin so happy, ihn announcen zu können, Mr. Michael Hutch Hutchison. Thank you. I wanted just to say just a few words, just to say thank you for coming out. This has been a dream of mine to come to Germany. I was here last October. I was here as a young boy with my father. And so it's a gift for me to come back to Deutschland. Ich liebe Deutschland. Yes, ich bin ein Berliner, right? Michael bedankt sich und freut sich, wieder hier sein zu dürfen. Er war ja vor 10 Monaten das erste Mal hier. Nicht das erste Mal. Michael hat in Berlin studiert im Jahre 1970. Wussten Sie das? Right. Yeah. What did you study, Michael? Politics, government. Yeah. Politik. Yeah, politics and government. Yeah. And government. Rexinwald. Oh. Yeah. 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 Rexinwald, is that right? Yeah. Yeah. Law. Okay. All right. And so I think it's important that when you come to a presentation like this, that you get these questions answered. Es ist wichtig für Michael, wenn Sie auf eine Präsentation kommen, dass Sie auch Fragen beantwortet bekommen. Yeah. Wie zum Beispiel? I think you want to know, are we good people? Is the people, is the leadership behind the company, or are they good people, are they honest people? I think this is important for you to know. Ich denke, die mitwichtigste Frage, die Sie sich stellen werden und vielleicht auch schon gestellt haben, wer steckt denn hinter Incruises? Sind das gute Leute? Können wir mit bestem Gewissen mit Incruises arbeiten? Yeah. And I think you also want to know, is the business going to be here for a long time? Yep. Is this a business that you could trust to be a part of for many years to come? I think this is important for you to know the answer to this question. Und Sie werden sicherlich wissen möchten, wie lange oder kann dieses Incruises Business bestehen? Können wir langfristig arbeiten? Können wir langfristig planen? Was steckt dahinter? Ist das ein gutes Geschäft, was uns hier angeboten wird? And I think the last question is that if you love to travel, if you love to vacation, and you love to get prices on vacation travel that's not available anywhere else, then you should know more about what we're doing, because this is what we have. We have amazing vacation prices that aren't available anyplace else in the world, in the entire world. Wenn Sie gerne verreisen, und davon dürfen wir ausgehen, die meisten Menschen sind mit diesen Genen auf die Welt gekommen, und Sie erfahren möchten, wie Sie durch uns, durch eine Exklusiveinladung, günstiger verreisen können und wie das machbar ist, dann hören Sie uns jetzt weiter zu. Yeah. I'm very, very proud of our business. We're still a young business. I started the company 2 years ago. 2 years ago is when I started the company. Michael ist sehr stolz auf sein Business, auch wenn es erst 2 Jahre alt ist. Und vor 2 Jahren wurde Incruises im Grunde genommen erst gegründet, also im Jahre 2015. Yeah. In the last 2 years, we now have a presence in 162 countries. We have a presence in 162 countries around the world. Und mittlerweile haben wir eine Präsenz von insgesamt in über 162 Ländern. Woo! We took our first vacation cruise as a company last July. Last July was our first vacation cruise as a company, and there were 50 passengers that came with us in July. We went down to the Caribbean last July.
Im letzten Jahr im Juli hat die erste Kreuzfahrt über Inclusive stattgefunden und da waren es nur 50 Passagiere, nicht auf dem ganzen Schiff, sondern von den Inclusive-Mitgliedern. Yeah. And so people always ask me, what was my vision? What, why did I start the business? And I would like to tell you the reason for why I started the business. Und die Menschen haben natürlich immer gefragt, Maike, war auch meine erste Frage, was ist deine Mission? Wo ist deine Message? Was möchtest du den Menschen geben? Yeah. And so I have four children. Ich habe vier Kinder. Yeah. Maike hat vier Kinder. Yeah. And my youngest was going off to the university. Und der Jüngste war gerade dabei, die Universität zu besuchen. And so around the house it was very quiet. Also wurde es langsam sehr ruhig im Haus. And so my daughter and her husband live in California. My daughter and her husband, and now my grandson. I'm a grandfather. Live in California. Yeah. Ja, und seine Tochter ist auch mit ihrem Mann ausgezogen und so ist das Haus einfach leer. Yeah. And so this was a very sad time for me, knowing that my children were all gone. So I came up with the idea to have a business that would bring my children and my family together. This was the idea, to make sure that my children and I would stay close together forever, for as long as we could. Ja, die Phase, in der die Kinder das Haus verließen, war sehr, sehr traurig. Und dann hat er darüber nachgedacht, was kann ich tun, um die Familie wieder zu vereinen. Ja, and so tomorrow I'm very happy because I'm going to Venezia, to Venice, Italy, and my whole family is coming. My mother is coming. My father is coming. My brother is coming. My sister is coming. My nephew is coming. My four children. Everybody's coming on this cruise. So for me, this is a dream come true. A dream come true to be able to take my family with me and go down to Croatia. Go to Albania, go to the Greek Isles. And this is the first of many trips that we'll do together as a family. Ja, morgen ist für Maike eigentlich schon ein vorgezogenes Weihnachten, denn er trifft seine gesamte Familie morgen in Venedig. Und die Venedig Cruise, die geht von Venedig nach Bari, von Bari nach Mykonos, dann nach Olympia, dann nach Kroatien und wieder zurück. Das ist schon ein lang ersehnter Traum, den Maike sich gewünscht hat, mit seiner Familie das Mittelmeer zu erleben. Das ist fantastisch, oder? Wer kriegt denn sowas hier heutzutage? Yeah. So that was the first vision, was to bring my family together. And then the second vision was, I wanted to build a very big business. I have built businesses in the hundreds of millions of dollars. But this time I wanted to build a business where lots of people could make lots of money. Not just me as the owner, but lots of people could make lots of money. This is the vision, to build a big business where lots of people could make lots of good money. Und seine zweite Vision war, hat in der Vergangenheit, in seinem letzten Business, hat uns vorhin erzählt, hunderte von Millionen umgesetzt und auch hunderte von Millionen mit verdient. Aber das war sein Geld. Das hat er nicht geteilt mit anderen Menschen. Und dann hat er zu sich selbst gesagt, es ist an der Zeit, ich möchte sehr gerne ein Geschäft bilden, ein Geschäft aufbauen, wo ich viele, viele Menschen daran beteiligen lassen kann und wo ich viele, viele Menschen auch Freude bringen kann. Third vision for the business was I wanted to meet people. I wanted to meet you. I wanted to meet new people from different cultures, different countries, different backgrounds. I think in my heart that if we get to know each other, if we get to experience different cultures, that we make the world smaller. If we don't understand other people, if we don't understand Auslanders. You understand this, right? You have to meet and greet and experience different cultures, different people. And so for me, this is a love story that I'm trying to make a love story out of our business to be able to meet new people all over the world.
Ja, die dritte Vision, die ihn immer schon erreicht hatte, die er jetzt endlich einmal umsetzen wollte, war die Globalität. Er möchte Menschen und Kulturen kennenlernen. Er möchte verreisen, er möchte durch das Kennenlernen der verschiedensten Kulturen die Welt etwas kleiner machen. Und ich meine, wie wäre es noch einfacher, als wirklich mit einem Schiff unterwegs zu sein? Das hat er nicht gesagt, das übersetze ich aber im Voraus. I think people want freedom to be able to go on vacation and to make sure the vacation is paid for, but not have stress about coming back from that vacation and trying to figure out how you're going to pay for it. This is the last vision was to help people find freedom by going on vacations that are paid for, not paid for on a credit card, not making more money for the banks, but to make more money for yourself. This is what people want. Yeah. Die letzte Vision, die ihn auch noch bewegte, war, dass die Menschen, die mit ihm zusammenwirken und arbeiten möchten, eine gewisse Freiheit erlangen. Freiheit, wissen wir alle, beginnt leider mit der finanziellen Freiheit, mit dem Geld, was wir haben. Umso mehr Gelder wir zur Verfügung haben, umso mehr dürfen wir sehen, kennenlernen, uns erlauben oder auch nicht tun. Das ist nämlich auch eine Freiheit, wenn man nur noch das tun kann, was man möchte. Und es geht nicht darum, dass man sich abarbeitet und die Gelder auf Kreditkarten kommen, sondern es geht hierum, dass sie eine Freiheit gewinnen, wo sie gleichzeitig verreisen können, wo und wann sie wollen, und auch Geld verdienen. Okay. Right. And lastly is that I want a business that I could pass down to my children, that you could pass to your children and your children's children. It's important that you have a business that's built to last, a business that has a strong infrastructure, a business that has strong finances, a business that has strong leadership. And I'm happy to tell you that we have all of that. And we are growing each and every day, each and every week, each and every month. And so I thank my team, I thank Amy, I thank Nelly, I thank Lothar, I thank Kamal, I thank Jörg, I thank Tatiana, I thank Tamara, all of our team. Ich liebe meine team, yeah? I love my team. We have a fantastic team. We're good people. Just like you. And so I think now you have some questions for me. Die letzte und wichtigste Vision, die er auch hat, ist, dass die Menschen, die hier arbeiten, sich darauf verlassen können. Es ist ja gar keine Arbeit, wir sprechen über Urlaub. Wir fahren auf Kreuzfahrtschiffen, die Nelly ist das sechste Mal unterwegs. Wir unterhalten uns über Spaß und Freude. Aber es soll etwas Langfristiges sein. Etwas, worauf sie sich verlassen können, etwas, was sie an ihre Kinder weiter vererben können. Und er, Michael, möchte das Business in Cruises auch an seine Kinder und deren Kinder weiter vererbt wissen. More questions now? Okay. Haben Sie Fragen? Yeah. Do you have questions? Any questions at all? Don't be shy. I was working with Tony Robbins. How was it? Yeah. It was a lot of work. Yeah. Well, obviously, yeah. Yeah, no, it was a lot of work. I started with him when I was 25 years old, and I left when I was... 10 years ago? Yes. Well, yeah, thank you. Yeah, you're a good man. So and so I stayed for 8 years, and I have a legacy of relationships. You know, with the business, I may be doing some work with Tony again. I'll be seeing him in November, but it was a fantastic time because I was 25 years old and I got exposed to, I got mentored, you know, by somebody that's a big thinker, big dreamer, you know, big doer. But it was a lot of work, and I built the business around the world. Yeah.
Frage gerade an Michael war, wie war es denn mit Michael Hutchison zusammenzuarbeiten und wann war das? Also Michael war 25 Jahre alt, er sagte, es war sehr hart mit Anthony Robbins zusammenzuarbeiten. Und trotz alledem wird und möchte er irgendwann wieder mit Tony arbeiten. Wir sind ja jetzt in Las Vegas, November 16. Auf der GoPro, wo also wirklich die größten Sprecher auf die Bühne kommen. Und sie werden sich irgendwann wiederfinden und etwas zusammen machen. Danke für die Frage. Ja, ich habe noch eine Frage, Michael. Yes, please. Und zwar, ich habe, my name is Frank. Yes, sir. Ich habe ganz viele User bei Facebook und bei Yappi, die der Meinung sind, dass ein großes Schneeballsystem ist und dass da nur einer verdient und dass es alles Humbug ist. Und es wäre mal lieb, wenn ihr zwei, drei Sätze dazu sagt, wie die Vision von Inkursus ist und was dahinter steckt, dass das wirklich ein Ansparplan ist, dass also die Mitglieder die Möglichkeit haben, monatlich $100 einzuzahlen, dafür $200, also 200 Cruise-Dollar gutgeschrieben zu bekommen und dass sie dann auf Reisen gehen können und dass es keine Abzocke ist. Das ist für uns wichtig, weil Berlin ist sehr verbrannt, weil eben sehr viele Network-Unternehmen in Berlin waren, die verbrannte Erde hinterlassen haben. Und das ist das Problem, mit dem wir momentan alle auch zu kämpfen haben. Und da wäre es mal ganz lieb, wenn er da zwei, drei Worte zu sagt, zu Inkursus, zu seiner Vision und dass es eben also mit Schneeballsystemen überhaupt nichts zu tun hat. Okay, and there's actually two questions. One we have on the presentation, the other one I'm asking you right now. Okay. He's working with a lot of users in Facebook. What was the other one? Facebook and Yappi. Yappi? It's a community in Berlin. A big Facebook community. And Yappi, I don't know about Yappi. Anyway. Single person. Okay. 300 people user. Okay, and these users are talking about this is a lot of scam, that Inkursus is a scam. Uh-huh. Yeah, but what you say to it, because of the system, would be like a high-end system. Well, I would say that if somebody doesn't know who we are, I think all new businesses go through three phases. All businesses, especially new businesses, go through three phases. The first phase is that they are criticized. Yep, they receive criticism. That's the first phase. I think the second phase that all new businesses receive is that they receive opposition. Sometimes it's very strong opposition. Yep. And we're at that point now. 2 years, we've attracted over 20,000 people. 20,000 people in the last 2 years, 162 countries. We're still at that stage two, opposition. And then I think the third phase is that it becomes accepted. You become accepted. We have acceptance, 20,000 acceptance. But there are 25 million people that will go on a cruise. And so it's still early. And so I'm okay with the ridicule. I'm okay with the criticism. It's a good thing because you have to get through it then to be accepted. Yeah? And we're doing things differently. I'm doing what the cruise lines are not doing. I'm making it convenient for you to pay. I have prices that the cruise lines don't offer. I have prices that booking engines don't offer. And so anytime you bring something that's a disruption, something that's revolutionary, you're going to be ridiculed and you're going to be opposed. I can tell you, Tony Robbins to this day is still ridiculed and is still opposed, but he's a huge brand. And there are businesses like Uber and Airbnb that are ridiculed. You know, in Italy, I go to Italy tomorrow, you can't take an Uber taxi because the unions are so strong. And so it's opposed. And so I'm okay with this. The only thing is that I want people, that's why the first thing that I said is I want people to get to know us and that we're good people, we're honest people. That's all you can do. Vielleicht erstmal diese Frage beantworten. Genau, die schon beantwortet, genau. Michael sagt, jedes neue Unternehmen erlebt drei Phasen.
Die erste Phase, und wir kennen sie alle, ist die Kritik. Es ist immer so, Menschen kritisieren lieber, als dass sie etwas gut finden, insbesondere wenn sie dich persönlich kennen. Nichts Neues. Die zweite Phase ist dann die Gegenwehr, die Abwehr noch. Ah, ich kann das alles noch nicht so wirklich glauben. Denn Michael sagt, und ich weiß es auch, Inclusive ist ein Game Changer. Das bedeutet, wir revolutionieren die Kreuzfahrtbranche. Niemand hat bisher einen Club, eine exklusive Mitgliedschaft angeboten, mit welcher sie die Freiheit haben, egal wann, egal wo, zu mindestens 50% günstiger reisen zu können. Und so erleben wir die Abwehr. Er sagt zum Beispiel, in Italien, wo wir morgen sein werden, da gibt es Uber. Uber wird in Italien überhaupt nicht akzeptiert. Da gibt es eine Rechtsprechung, das wollen sie nicht. Airbnb ging es ähnlich. Und so ist es bei jedem neuen Unternehmen. Und Sie werden noch mehr Gegenwehr erfahren. Inclusive hat bereits 20.000 Menschen registriert. Aber was ist das? Was für ein Aufwärtspotenzial haben wir, wenn doch in diesem Jahr bereits 25 Millionen Menschen auf Kreuzfahrt gehen? Überlegen Sie sich das. Die wollen ja Kreuzfahren, nur sie wissen noch nicht um die exklusive Mitgliedschaft, die aber nur Sie weitertragen können. Und so sagt er, kann er damit leben mit der Kritik, das ist völlig normal und das müssen wir alle. Aber vielleicht darf ich noch was Positives dazu sagen. Seit März haben wir von Monat zu Monat mehr und mehr, also jeden Monat wird ein neuer Rekord gebrochen, immer mehr Menschen, die zu uns ins Team kommen. Also ich empfinde es jetzt schon bereits als Selbstläufer und ich denke, das wird Ihnen eben so passieren. Noch ein bisschen dranhalten. And Frank, I would just like to say one other thing. I'm in business to save people money. That's the reason I started the business, is to save people money. I'm also in business for people to go on vacation. I'm very happy to tell you, I'm very proud to tell you, that 100% of our passengers that have gone on a cruise with us have saved money. 100%. Not 98, not 95, not 90, but 100% have saved money. And the other thing to point out is everybody that has wanted to go on a cruise and had cruise dollars, we've booked 100% of them. And so what's there to criticize? 100%, that's strong. Yeah, 100% is strong. Die Mitglieder bisher und was sicherlich auch in Zukunft von Inclusive sind zu 100% zufrieden mit dem, was sie bekommen. Alle haben bisher zu 100% Geld gespart, ganz sicher. Und alle haben auch zu 100% bisher ihren Einsatz bei Inclusive als Cruise-Dollar nutzen können. Reden Sie vielleicht mal mit den Menschen, die schon auf einer Kreuzfahrt waren. Nicht mit denen, die es nicht wissen, sondern mit denen, die es schon erfahren haben. Das ist einfacher. Oder von den Reedereien, dass also Leute an Bord kommen sollen für 50% oder weniger des Geldes. Ist denn das jetzt eine Tatsache, dass die Reedereien eine Überkapazität an Schiffen befürchten, aufgrund der großen Schiffe, die über 6000 Passagiere haben, dass man Leute in Massen an Bord lässt, die im Grunde das halbe Geld bezahlen? Überkapazität? Das haben Sie gehört? Nee, ich meine, ist ja so, dass, ich meine, wenn die Schiffe auch voll zahlen, voll wäre, warum sollten die Reedereien denn so ein System akzeptieren? Dazu kommen wir gleich mit der Akzeptanz, ja? Wie das kommt. Okay. Präsentation? Yes. Yes, go. Okay. Yeah. So, wir haben ja bereits angefangen, darüber zu sprechen. Jetzt sind wir gleich dabei. Wie funktioniert unsere Mitgliedschaft eigentlich? Wir haben Zahlen noch, über die wir sprechen wollen, damit Sie verstehen, warum das möglich ist, warum wir so agieren können für lange Zeit, nicht für kurzfristig, auch nicht für mittelfristig, sondern für langfristig, sind mindestens 10 Jahre. Denn wenn wir uns mal anschauen, dass in Deutschland im letzten Jahr bereits 2 Millionen Menschen auf einer Kreuzfahrt waren, in Europa 7 Millionen und weltweit
dieses Jahr 25 Millionen, also 3% der Weltbevölkerung ist bisher erst auf einer Kreuzfahrt gewesen. Dann können Sie sich doch vorstellen, was für ein Aufwärtspotenzial wir haben. Es ist enorm. Und wir haben eine 90-prozentige Zahl von Menschen, die jetzt in diesem Moment, so wie wir hier stehen und sitzen und uns unterhalten oder Sie uns lauschen, gerne in Urlaub fahren würden. Ja? Und gucken wir uns mal ganz kurz an, was haben wir alles für wunderbare Ziele noch. Ich meine, wer von Ihnen war schon mal auf der chinesischen Mauer? Pyramiden. Griechenland. Oh, es werden immer mehr. South America, Südamerika. Toll, dann haben wir Barcelona. Afrika. Großes Land. Venedig. Und es geht weiter mit Alaska, wunderschönes Land. Was können wir noch? Hawaii zum Beispiel. Wow, wunderschöne Insel. Und dann Dubai, Abu Dhabi, Paris, die Liebenden, Hongkong, New York und Sydney, Australien. Und dennoch, obwohl so viele Hände nach oben gegangen sind, bin ich ganz, ganz sicher, dass niemand von Ihnen schon alles gesehen hat. Ist nicht möglich. Und deshalb haben wir ein Fun-Produkt, welches mit Freude und Unterhaltung ohne Erklärungen vermarktet werden kann. Die Caribbean. Aber warum, and this is now my question to you, Michael, warum haben wir uns, und das wollen Sie sicherlich auch wissen, auf Kreuzfahrtschiffe spezialisiert? Warum fokussieren wir Kreuzfahrtschiffe? Okay. In my career, I've had two very big businesses that I've helped build in my career. When I have had focus on a niche market, this is when I've built a very big business. When I first started with Tony Robbins was in debt. Tony Robbins was trying to be all things to all people. He had lots of programs. I said, Tony, we have to narrow the focus of the business to just one-day programs. That narrowing of focus has served me well in building businesses in the hundreds of millions of dollars. I think it's important that you find a niche. And so why the cruise business is because in the travel business, travel is $8 trillion, 8 milliarden, yes, trillion? How do you say trillion? 8 billion. 8 billion. 8 trillion. The cruise industry is 40 billion. 40 billion of the 8 trillion.